22 Videoarbeiten von ihm vorgestellt wurden. Wir haben das reduziert auf 8 Arbeiten. Und Bauker ist jemand, der sehr ortsspezifisch arbeitet. Er hat sich die Passage am Pariser Platz angeschaut. Er hat diese Verbindung zwischen dem Brandenburger Tor und dem Holocaust-Mahnmal gesehen und hat explizit zusammen mit unseren Kuratoren 8 Werke ausgesucht, in denen er sich mit der katastrophalen deutsch-polnischen Vergangenheit auseinandersetzt. Welcher Prozess der deutschen Nachkriegsgeschichte, Wolfgang Beltracchi, kam mit ein... In den Gerichtssaal ergab sich betont locker. Liebevoll umarmte er seine mitbeschuldigte Ehefrau, dann lauschte er der Urteilsverkündung zum Teil verträumt mit geschlossenen Augen. Er hatte gestanden, rund 50 Ölgemälde bekannter Maler wie Max Ernst oder Heinrich Campendonk selbst nachgemalt zu haben. Offenbar war er dabei so gut, dass der Schwindel jahrelang niemandem auffiel. 2-stellige Millionensummen kassierte die Betrügerbande bei ahnungslosen Galerien, Auktionshäusern und Käufern in aller Welt. Der Richter konnte sich bei der Urteilsverkündung ein gewisses Schmunzeln nicht verkneifen. Ein alltägliches Verfahren sei das nun wirklich nicht gewesen, sagte er. Gerichtssprecher Christian Hoppe. Er hat gesagt, dass manche die Angeklagten am liebsten mehr Wasser und Brot im Kerker mit einer Eisenkugel sehen würden, während andere das eher in mildem Licht sehen und das als Eulenspiegelei ansehen. Er hat aber auch hervorgehoben, dass die Kammer über eine Straftat, über mehrere Straftaten zu befinden hatte und das allein maßgebend war für die Urteilsfindung. Dieses Urteil wiederum ist vergleichsweise milde. Zwischen 21 Monate und 6 Jahre müssen die verschiedenen Beteiligten ins Gefängnis. Zuvor hatte es zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigern einen sogenannten Deal gegeben. Im Gegenzug für umfassende Geständnisse wurde den Angeklagten versprochen, keine allzu harte Strafe zu verhängen, erklärt Gerichtssprecher Christian Hoppe. Diese Regelung ist insbesondere eingeführt worden, um umfangreiche Verfahren bewältigen zu können, in denen umfangreiche Beweisaufnahmen durchzuführen sind, die sich über Monate, Jahre hinziehen können. Das soll vermieden werden, um die Belastung für alle Verfahrensbeteiligten möglichst gering zu halten. Wegen der Absprache mit dem Gericht wurde entgegen erster Planungen auf eine umfassende Beweisaufnahme verzichtet. Daher wird man auch von den ursprünglich als Zeugen geladenen internationalen Kunstexperten nicht erfahren, warum sie Fälschungen jahrelang nicht enttarnt hatten. Das